Tut mir leid, an den auch immer, wem das Haus hier gehört. Ich musste mal eben einmal kurz ein Crafting-Table vergewaltigen. So, auf jeden Fall, ist es so gewesen, dass, dass ich dann halt in den Sommerferien da ziemlich intensiv drauf gespielt habe. So, okay. Ziemlich intensiv drauf gespielt habe und ja, mir halt der Server gut gefallen hat. Und die sind gerade von dem alten Root auf einen neuen umgezogen, das weiß ich noch. Und da hatten die zu Anfang massive Probleme. Weil irgendwie hat was gefailt. Ich weiß gar nicht mehr was. Auf jeden Fall, irgendwie war in der Startdatei zu wenig RAM angegeben, obwohl Cheater dann im Nachhinein meinte, ich hatte ihn nochmal gefragt, dass die Startdatei eigentlich nur dass da gar nicht der RAM angegeben ist, den der Server hatte. Gut, dann hatte der Admin Dreamzy, also Timmy, da mehr RAM eingetragen einfach in der Startdatei von dem Server. Gut, hatte der das halt gemacht und dann hat er halt den Server wieder gestartet. Siehe da, der Server hat nicht geleckt und ist auch nicht abgestürzt. Ich weiß nicht, warum es geklappt hat, keine Ahnung, könnte auch nur Glück gewesen sein, weiß ich nicht. Oder einfach können. Auf jeden Fall, ging der Server dann halt leckfrei, natürlich. Und ja, dann wurde ich halt in die Team-Konfi von denen eingeladen. Also in den Skype-Team-Chat wurde ich reingezogen. Und dann hat sich als allererstes Gommefett bei mir bedankt. Da hatte ich ja noch kaum Kontakt zu ihm. Jetzt, kann man sagen, guten Kontakt. Skypen ab und an mal, spielen ein bisschen chillig, weiß ich nicht, mal Mafia oder sowas oder Survival Games, nehmen dann halt ab und an mal auf. So wie letztens, oder ja, die Folge ist ja heute rausgekommen, die erste Mal Mafia-Runde. Und dann haben wir halt, wurde ich dann auf dem Server als erstes Helfer, hieß das. Also, da hat man halt dann einfach, weiß ich nicht, dem Server geholfen. Ich kann die Aufgaben gar nicht so richtig gut erklären, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall war ich dann Helper. Also, nee, nicht Helper, sondern Helfer. Und dann irgendwann, ich hatte halt die ganze Zeit OP. Dann irgendwann war ich halt Moderator mit OP. Und dann, Irgendwann gab es halt einen Antrag, der natürlich, der wirklich da nochmal einen fetten Dank an Dreamzy, also Timmy aus dem Gamma HD Team, der ist einfach, ist einfach nett und mehr kann man einfach nicht zu ihm sagen. Hat eine gute Person, sagen wir es so, gute Persönlichkeit, einen guten Humor auch natürlich und ja. Der hat den Antrag gestellt in dem Skype-Team-Chat, dass ich Admin werde. Die Frage war doch, wie ich Admin geworden bin, oder? Nee, warum bist du Admin? Ja, gut. Stimmt, habe ich auch erklärt. Ist ja fast wie. Dann haben halt fast alle dafür gestimmt. Gomme war, glaube ich, auch dafür. Und der Rest eigentlich auch. Und ja, dann wurde ich halt zum Admin hochgestuft. Ja, und dann war das halt so, weil Timmy zum Beispiel, also Dreamzy oder Nico, OB, die waren ja alle schon von Anfang an dabei und vom Anfang des Servers dabei. Und ich bin halt erst später dazugestoßen ins Team. Was finde ich auch nichts macht, weil es ist einfach lustig. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ja, gut, ich bin Level 30, lol.
Lololololol. Alter, ich muss irgendwie wäre der Backpack-Mod ja ganz praktisch, muss man mal fragen. Geht der überhaupt auf Servern? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, das weiß ich nämlich. Das ist nämlich das nächste, was ich wieder nicht weiß, ey. Da kommt wieder Pets Schlauheit raus, ey. Pet und Schlauheit, das sind zwei Wörter, die nicht zusammenpassen, würde ich mal sagen. Oh, da haben wir gleich wieder hier was gefunden, du. So, zack, weil ich brauche nämlich hier mehr Redstone. Redstone ist nämlich auch ganz hoch gefordert bei mir. Und dann kann man gleich mal hier ein bisschen Strip minen, würde ich mal sagen. Das ist ja bei so spannenden Gesprächsthemen schon fast egal, ob ich hier jetzt Strip mine oder nicht. Obwohl es ja im LP ganz irgendwie ein bisschen langweilig kommt, aber das ist trotzdem, finde ich, nicht so schlimm. Irgendwie sollte ich mal, glaube ich, irgendwelche Sachen hier aus dem Inventar rauswerfen. Weiß ich nicht, was brauche ich denn nicht mehr? Okay, so, anscheinend habe ich gerade irgendwas rausgeschmissen. Weiß ich nicht. Gut, das kann man auch mal zusammenlegen. Die eine Melone fliegt. So, gut, weiter geht's. Dann bauen wir hier jetzt nochmal einmal die Kohle ab. Dann muss ich mir hier nochmal den Inventory Tweaks Mod raufziehen. Fällt mir da doch direkt mal glatt ein. Aber ich weiß gar nicht, warum die ganzen Mods weg sind. Keine Ahnung. Also warum nur noch so wenig Mods da sind. Das kann ich mir gerade nicht so erklären. Aber, ja. Gut. Irgendwie bin ich gerade so ausgelabert schon. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich noch keinen... Sagen wir mal so, ich habe immer noch keine Lust, die Aufnahme zu beenden. Weiß nicht, mir macht's einfach gerade super Spaß, ist super gechillt. Ich habe mal wieder hier super schön viele Themen angesprochen. Da können wir doch gleich mal schauen. Mach mal bitte ein Skinpack. Das wäre auch noch mal ein gutes Thema, sagen wir mal so. Mir haben ja viele Leute in die Kommentare überall geschrieben, ja, hier, mach doch mal ein Skinpack. Diamanten. Jawohl. So, pass auf, dann machen wir jetzt hier mal ein paar Sticks. So, den Rest schmeißen wir raus hier von den Sticks. So, du kommst nach da und du kommst nach da. So, direkt mal abbauen hier. Alter, wie viele Diamanten sind das denn bitte? Das sind ja richtig viele. Wie viel habe ich denn jetzt? 7. Ja, lol. Ach, scheiße, jetzt habe ich das dazu gebaut. So. Das ist ja mal nice. Dann bauen wir doch direkt mal weiter hier. Anscheinend sind wir hier auf einer guten Fährte durch den Berg durch. Das ist doch mal super. Zack, 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 zack. Das auch noch abbauen, so. Natürlich hier erstmal alles abreißen. Ach stimmt, wir hatten ja das Thema Skinpack. Das habe ich auch schon wieder total ausgeblendet. Ja, also mit dem Skinpack. Das wird ja von vielen gewünscht, wie schon mal gesagt. Und ich weiß nicht, ich sehe da kein Problem dahinter. Dann könnte man das vielleicht als, weiß ich nicht, als 5000 Abo-Special machen oder so. Keine Ahnung, werden wir dann ja mal gucken. Auf jeden Fall werde ich mich dann da mal ransetzen. Ich denke mal, ich ändere dann nur die Farbe des Dingsda-Wumster, die Farbe der
des Oberteils oder vielleicht auch die Farbe der Hose. Mal schauen, wie das halt zusammenpasst, die Farbmixung dann. Das ist halt entscheidend da. Also davon hängt es ab, ob ich jetzt nur die Farbe... Mann, ich bin so abgelabert hier. Ob ich nur die Farbe des Oberteils ändere oder auch die Farbe der Hose ändere. Ja, davon hängt es halt ab. Habe ich eigentlich noch Erde im Inventar? Wofür brauche ich Erde, verdammte Kacke? Ich brauche kein Mensch. Ich brauche viel mehr Cobblestone und Holz als Erde. Erde habe ich oben genug. Die brauche ich gerade nicht. Aber 7 Diamanten, du Junge, Junge, Junge. Oh, ich bin gar nicht mal so weit weg von meinem Zuhause. Ja, ich finde es halt... Oh, ich bin in der Höhle angekommen. Oh mein Gott. War ich hier schon mal in der Höhle? Ich weiß es gar nicht. Oh, hier haben wir dann direkt mal... Gold. Ich würde mal sagen, geht's jetzt mal direkt raus hier aus der Höhle. Haben wir genug Höhlentour erlebt. Denke ich mal, wenn ich hier mal ein bisschen kompetent werden würde, hier raus zu schwimmen. Ich denke mal, der Minenschacht hier ist nicht von mir. Irgendwie sieht der nicht so aus, als würde, wäre ich hier schon mal gewesen. Obwohl, besser ist es. Ich reiß jetzt hier einfach erstmal alles ab. Hatte ich eigentlich in der anderen Höhle schon? Weiß ich gar nicht, was denn hier passiert. Ja, komm mal runter, du Arsch da. Du Arsch auf Eimer, da. Passt wie Arsch auf Eimer, wa? Alter, du greifst mich nicht normal an, mein Freund, weißt du das? Nix in deiner Hot. Brauch eh keiner mehr. So, jetzt fick dich mal. Ganz hart. Das Problem ist, dass mein Schwert gleich wieder im Arsch ist. Das ist ganz unvorteilhaft in Kämpfen mit Spinnen. Naja, gut, okay. Da sind wir ja nochmal heil rausgekommen, würde ich mal sagen. Ist es gerade Nacht oder Tag? Bei welchem Haus sind wir denn hier angekommen? Bin ich hier gerade in der CB Network Höhle? Kann das sein? Dass ich gerade in die CB Network... Lol, WTF. Bin ich hier gerade in die CB Network Höhle eingedrungen? Oder wessen Haus ist denn das hier? Lol, kenne ich noch gar nicht. Gucken wir uns das mal an. Oder ist das von wessen Haus ist denn das hier? Ich bin auf jeden Fall in einer Höhle gelandet gewesen. Wessen Haus ist denn das? Hat auf jeden Fall einen geilen Baustil, muss ich schon sagen. Verdammt, ich muss mal rein hier. Tut mir leid. Hier ist ein Crafting Table. Tut mir leid an den auch immer, wem das Haus hier gehört. Ich musste mal eben mal kurz ein Crafting Table vergewaltigen. Ich pack dir auch gleich was Schönes hier irgendwo rein. So. Kriegt er vielleicht gleich, weiß ich nicht was. So, hier ein paar Sticks kriegst du. Natürlich das Eisenschwert. Das brauche ich natürlich auch nicht. Ich Vollidiot, ey. Oh, schöner das hier. Ich
würde mal sagen, wir basteln hier. Pass auf, guck. Ich schmeiße jetzt hier erstmal, das kann raus. Das nehmen wir jetzt mal. Und basteln damit jetzt erstmal so ein kleines Schild. So, drei Schilder. Ja gut, bauen wir hier ein kleines Schild hin.